Naja, es geht weiter, nachdem Yosef gestorben ist. Rest in peace, Yosef. Müssen wir jetzt nach Kashion. Wir können wieder nach Barfuß zu Fuß und dann nach unten gehen, aber ich nehme den Umweg, also den kürzeren Weg, und nehme die Hilfe von Sid an, also mit dem Flugschiff. Ja. Yep. Kashion. Das geht schneller. Und irgendwann kriegen wir bestimmt mal ein Luftschiff, hoffe ich jetzt mal. Damit geht's auch, da kann ich euch zeigen, wie der Weg ist. Kashion kommt jetzt gleich. Also ihr seht ja, von Barfuß muss man richtig weit gehen, damit man bis hierher kommt. Und dazu hatte echt keinen Bock. Und hier gibt es auch zum ersten Mal Chocobos. Ich freue mich schon drauf, die zu sehen. Kashion Erdgeschoss. Okay. Okay. Das Sonnenfeuer brennt lichterloh. Items. Wo ist das Ding, was ich bekommen habe? Freyas Glocke. Hä, wo ist Freyas Glocke? Achso, da ist das. Nichts passiert. Und was soll ich jetzt machen? Die Tür ist verschlossen. Muss ich jetzt hier Freyas Glocke benutzen, oder? Achso, ja, doch, doch. Die Glocke läutet einen lieblichen Klang, als sich lautlos die Tür entriegelt. Okay. Gordon? Ich bin zurückgekehrt, um das... Wie bist du reingekommen? Um das Sonnenfeuer zu holen. Wer außer mir hätte sonst das Siegel aufheben können? Die Igelsfackel muss irgendwo im Schloss sein, doch es wimmelt nur so von Monster. Alleine traue ich mich nicht hinein. Und mit leeren Seiten nach Elsa zurück wollte ich nicht. Guck nicht mal so depressiv, Mann. Dann begleiten wir dich. Du wirst dich hier besser auskennen als wir. Danke, doch das Schloss birgt viele Geheimnisse, die auch mir nicht anvertraut wurden. Doch ich werde an eurer Seite kämpfen. Okay, schließen wir uns an. Transformers. Gordon ist hinzugestoßen. Mann, oh Mann, warum muss ich krank sein? Eisenspeer. Ich habe da eine bessere Waffe für ihn, oder nicht? Flammenbogen. Mithril-Speer. Und Eisenspeer dazu. Mithril-Helm, Silberharnisch und Mithril-Handschuhe. Dieser Charakter geht mir sowieso am Arsch vorbei, was mit ihm ist. Weil der hat keinen richtigen Sinn und er wird sowieso nicht sterben. Ist mir dann auch egal, was er für Magie lernt. Nur die anderen sind wichtig, die im Renaissance-Modus sind. Es sind jetzt noch Richard und... nein. Wer noch? Scott? Achso, jetzt noch Richard. Okay. Vita Grimoire. Haben wir dann auch erledigt. Oder soll ich ein paar Zauber beibringen? Ach, ich mache ihn aus ihnen einen Heiler. Der soll uns ganz erteilen. Wo ist Vita? Ordnen. Hä, wo ist Vita, Grimoire? Ich hab doch gerade bekommen, oder nicht? Ach, ich kack drauf. Der kann mich sowieso malen. Der ist zu depressiv für meine Truppe. Ah, Goblin Prinz. Feuer, du machst. Beam auch und du greifst mal einen an. Fallstufe 3. Ach, Mann. Ey, die sehen alle aus, ob die gleich einen Ninju zusprechen würden. So Naruto-Style-mäßig. Oder nicht? Ja, beeilt euch.
Kann man nicht die Kampf... Also Kampfgeschwindigkeit erhöhen? Okay, alle sind tot. Außer... Oh, jetzt umsonst das bei ihm jetzt gemacht. Okay. Stärke von Gordon ist gestiegen. Optionen. Laufen an, Fingerzeige. Einstellung des Fingerzeigers vornehmen. Fensterfarbe. Ja, okay, ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Okay. Yes. Ich habe es auch wieder mal mit dem Lesen. Ach, scheiße. Okay, der ist jetzt tot, aber naja, jetzt habe ich den auch mal gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass der auch hier existiert. Ich dachte, das ist ein Boss. Willst du mich verarschen, Mann? Oh, so ein Schwachmatt. Ja, sei grau. Ach, Mann. Hier, ich heil dich. Sei froh. So ein nutzloser Charakter. Wieso muss ich diesen Gordon haben? Ah, Ogre Magus. Scheiße, ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Okay, er lebt wenigstens noch. Komm, töte die mal schnell. Ich drücke nebenbei was. Ach, Mann. Ach. Okay, Sperrstufe, gut. Ach, es gab doch noch einen anderen Weg. Soll ich jetzt den extra wieder zurückgehen? Ja, ich gehe extra zurück. Sowieso davon nichts merken, weil alles geschnitten wird. Ach, die Wehrratten. Die existieren ja auch noch, aber die sehen echt grausam aus. Naja, sehen wir mal. Och, putzig. Tot. Wenigstens irgendwas Gutes hat, dass ich wieder zurückgehe. Kann ich ein paar Monster neu zeigen. Ja, okay. Scheiße, ich habe die Speed-Taste gedrückt. Entschuldigung, Leute. Todesabt. Okay. Ach, leckt mich. Was zur Hölle? Okay, zum Glück haben sie bei ihm 9 Schaden gemacht. Aber wieso bei mir so viel? Wieso sind die so stark und warum machen die so viel Schaden? Okay. Ah, oh, Speed das um. Okay, wir sehen uns bei den Treppen da oben wieder. Okay, es geht weiter. Der Gordon mag ich nicht. Der ist echt eine Pussy. Wieso musst du vergiftet sein, du elende... Ich weiß, ihr darf nicht so hart mit ihm sein, aber er ist eine Pussy. Wie viel HP haben die? Oh. Ich werde den Endboss so ficken. Ich nehme einfach den Weg hier mal. Ich hoffe, das ist nicht der richtige. Wieso muss das der richtige sein? Also, wir sehen uns gleich wieder. Oder? Nein, scheiß drauf. Ich gehe einfach wieder zurück. Und weiter geht's. Okay. Goldschild und... Oh, Wehrratten haben mich angegriffen. Oh. Das nenne ich mal Schaden, Mann. Ach, beeilt euch, verdammt. Ich habe auch nicht alle Zeit der Welt.
Ja, schneller, schneller. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ich weiß. Einfach zu viele Zufallskämpfe. Ich hasse diese Todesabte. Oh, na, 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 na. Ich hoffe, Gordon Gordon verschwindet endlich mal. Okay. Werkkeule, Mithril-Schwert, Mithril-Axt. Ach man, oh man. Okay. Ich mag Gordon nicht. Warte, fühlt mich das wieder. Yep. Also im Kreis gegangen. Wenn jetzt in diesem Raum nichts ist. Langsam regen mich die Entwickler auf, dass sie solche leeren Räume machen. Okay. Okay, wenigstens ein Raum, wo etwas ist. Die habe ich schon alle im Laden gekauft. Mine habe ich noch nicht gezeigt. Egal, wenigstens eine Goldrüstung. Kann ich gut gebrauchen für den nächsten Charakter, den wir bald ja bekommen. Richard, den rüste ich das dann aus. Dann kann der in der Renaissance-Modus gut damit kämpfen dann. Angriff, 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 Angriff. Oder ich rüste das gleich bei irgendeinem Charakter von mir aus, weil später kann ich das sowieso kaufen. Ja, ist schön. Okay. Hier ist noch ein Raum. Mann, ich mag diese Räume nicht, wo nichts ist. Ach, Gordon, Mann. Einfach mal... Ich hasse diese Todesabte, aber richtig. Unser nächster Boss. Man sagt, dass die Egelsfackel von Monstern bewacht wird, von Blutgeistern. Blutgeist, Toxin Stufe 8. Okay. Angriff. Beam. Angriff. Angriff. Blitzstufe 8. So sieht das also aus, wenn ich das level. Okay. Okay, Gordon, hör auf. Beamstufe 5, vielleicht stirbt er jetzt mal. Was? Das heilt ihn auch noch. Angriff, 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 Angriff. Stufe 8. Rieseneiswürfel. Oh, stirbst du jetzt mal? Danke. So, gemacht. Egelsfackel erhalten. Okay. Jetzt musst du den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Niemals. Achso, da ist Bahn. Ich dachte gerade für einen Moment, wo ist das? Wieso das machen, wenn man teleportieren kann? Items. Wo ist dieses... Ding. Ah, da ist es. Jetzt habe ich das Sonnenfeuer. Das Sonnenfeuer wurde auf die Egelsfackel übertragen. Hey, hey. Und wir sehen uns das nächste Mal.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Was kommt denn jetzt? Das ist ein Riesenschiff. Aber Luftschiff. Was erwartet man denn? Was jetzt mit... Und von hinten. Wie immer. Und nochmal von hinten. Will wohl nicht. Okay. Naja, nach dieser Cutscene sehen wir uns das nächste Mal.